Aber ich habe noch ein paar Leben. Das ist ja... Es ist ja schlimmer... Ja, schlimmer als der aus Mega Man 2 TP, wobei... Kann ich übrigens empfehlen, das ist auch ein Map, ein Hack, den ich von Gitarrist Simon bekommen habe. Mega Man 2 TP. Und zwar... bekämpft man an sich nur die Bosse von Mega Man 2, aber mit einer komplett anderen Arena und die sind ziemlich verändert und die ist und ja, ich bekämpfe ziemlich gerne. Auf jeden Fall. Außer den Airman. Der Airman ist asozial. Der ist extrem asozial, der Airman. Und der hier und dieser Flashman ist auch sehr, sehr asozial, aber jedenfalls macht es ziemlich Spaß und die Bosse sind Buster Only zu besiegen. Würde ich sagen, und die kann man eigentlich teilweise schon viel zu einfach cheesen, aber ich wünschte, diesen Flashman könnte man einfacher cheesen. Aber ja, die sind auf jeden Fall ziemlich einfach zu cheesen, leider. Merkt man auf jeden Fall dort beim Flashman, beim Woodman, beim... Bei noch wem? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gefällt mir der Quickman dort ziemlich gut. Muss ich sagen. Oh oh. Okay. Aber dann wiederum der Woodman zum Beispiel gefällt mir da überhaupt nicht. Weil man hat dann halt diese... so ein paar Plattformen aus diesen komischen Stangen da, die manchmal in seiner... manchmal Stellen seiner Stage sind, die in der Arena rumhängen. Also da, wo dann halt die Affen meinetwegen von herkommen, halt das, der Teil halt. Die sind so in der Arena drin und da drauf springt er dann halt so rum. Also er springt, dann macht er sein Blätterschild. Dann schießt er dann auf einen, dann springt er wieder. Und man kann sich dann auf einer der Plattformen verstecken. Und dann immer, wenn er in der Luft ist und halt nicht geschützt ist, kann man ihn einfach mit dem Buster abschießen. Ach, übrigens sind Schwächen dort auch verändert. Airman empfehle ich übrigens... Oh, fuck. Ich empfehle übrigens Airman dort auf keinen Fall ohne Crashbomben zu bekämpfen. Und ja. Auf jeden Fall ziemlich cooler Hack. Oh ja, schlick mal. Hätte vielleicht Airmans Waffe lieber aufladen sollen, aber naja. Ich glaube, ich sollte wirklich alle Waffenenergie wirklich auf Airman konzentrieren. Und vielleicht auch ein bisschen was auf die Rising Sun. Okay. Und Lebensenergie natürlich auf mich. schon mal dich. Ich finde es auch sehr gut, dass die Heatman-Waffe hier extrem schnell lädt. Was allerdings ein Problem, meiner Meinung nach, bei Mega Man 2 TP ist, ist... Oh shit. Oh shit. Oh, ich
Ich bin doch so dumm. Ja, was ein Problem ist, ist, ich weiß gar nicht, hieß der jetzt Mechadragon auf jeden Fall? Kann auch sein, dass er anders hieß. Eigentlich richtig, aber für mich heißt er immer noch so. Halt der Boss aus der ersten Wily Stage. Nämlich... ist er extrem unfair. Und zwar wirklich unglaublich unfair. Ich glaube, selbst der hier in Walk Manor Contest, sie konnte den nicht übertreffen. Und das heißt was. Glaubt mir. Das ist dein Rubbel losgewesen. Danke. Ja. Könnte den definitiv nicht übertreffen, weil man kann im Prinzip auf zwei Blöcken stehen und auf der Höhe vom ersten kann er halt in dich reinfliegen und der One-Hittet dich halt bei Berührung. Und du kannst den nur mit dem aufgeladenen Heatman-Schuss töten. Oh, Strats. Oh, doch keine Strats. Ja, man kann ihn halt nur mit dem aufgeladenen Heatman-Schuss töten und da finde ich es auch wiederum gut, dass der ein bisschen schneller ist. Ungefähr wie hier, glaube ich sogar. Und jetzt habe ich verkackt, weil ich nicht die Rising Sun aufgeladen habe. Oder ich habe Glück. Okay, ich hatte Glück. Wie viel Leben habe ich? Okay, ich habe zwei. Ich habe auch beide E-Tanks aus der Stage. Dich möchte ich aufladen. Denke ich, oder? Ja, komm. Ist voll. Gut. So. Und ich möchte noch einmal das hier in dein Gesicht reinblasen. So. Oh, ich glaube, der fällt am Anfang runter. Und das war's mit dem Squirt. Danke. Okay, den ersten Versuch mache ich nochmal einmal kurz so. Und dann beim zweiten benutze ich dann die Bosswaffe und beide E-Tanks aus der Stage. Ich hoffe da... Ja, auf jeden Fall extrem unfairer Bosskampf. Finde ich also der hier jetzt, meine ich. Könnte man nicht, also hundertprozentig nicht ohne die Waffe schaffen. Ich wollte gerade schon E-Tank benutzen. Ich denke, okay, ich bin tot. Ich konnte gerade, ich habe die ganze Zeit Start gedrückt und ich konnte nicht in mein Waffenmenü rein, um meinen E-Tank zu schlucken. So unfair. Das Problem ist, dass man nicht schnell genug in sein Menü rein kann, um einen E-Tank zu benutzen. Och. Ich gehe auf jeden Fall langsam schneller voran. Ich meine. Bald habe ich auch die Stage hier endlich hinter mir. Wobei, so lange bin ich jetzt auch schon nicht, aber das ist für mich schon lang genug für die hier jetzt. Ohne Witz. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zunächst zu Crashman dann kann. Und das freut mich. Ich glaube, nach dem Continue hier gehe ich auch einmal wieder zu Clashman. Um die wieder ein bisschen zu üben.
die Stage und ja. Und dann höre ich auf. Für immer. Natürlich. Es laggt wieder. Nord macht mal wieder einen vollständigen Systemscan. Oh, ach ja. Auf jeden Fall gut, dass es zwei E-Tanks an dieser Stage gibt. Und ja. Auf jeden Fall auch, kann ich auch nochmal sagen, bei Mega Man 2 Speedruns habe ich mich gewundert, okay, er fängt mit Airman an. Und wieso tut er das? Und dann natürlich Item 2. Also, beziehungsweise Item 2. Hat er teilweise wirklich riesige Teile von den Stages mit übersprungen. Und das war auf jeden Fall ziemlich cool. Warte. Ja, okay. Ich lad mal das jetzt auf. Merkt man, dass es laggt? Es laggt gerade zwischendurch. Oh, okay. Unnötiger Tod. Aber okay. Stört mich ja nicht. Stört ja nur Mega Man. Der stirbt ja und ich. So. Und dann lade ich die Waffenenergie schon mal auf. Schade. Oh, nice. Wenn er das immer tun würde. Aber am besten mit großer Waffenenergie. Das bringt mir dann viel mehr. Mein Scherz. Hier ist wieder Decke über meinem Kopf. Wie viele Leben? 3 Stück. Cool. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja auch Leute, die Mega Man 2 komplett No-Hit durchspielen. Und da denke ich mir dann so, okay. Und jetzt? Sowas mache ich aber auf jeden Fall nicht. Niemals in meinem Leben. In meinem Leben. Ich habe übrigens auch noch einen Tipp von Gitarrist Simon bekommen. Und zwar sollte ich manchmal lieber meinen Mund halten, wenn ich die Schädel der Bosse spalten möchte. Das hat übrigens genau so gesagt. Glaube ich. Auf jeden Fall das mit den Schädeln der Bosse spalten, hat er so gesagt. Ich glaube, er hat so gesagt, soll manchmal meine Fresse halten, aber ich weiß es nicht mehr.
Wie kommt man auf so einen Boss? Ich meine, er sieht hässlich aus, er ist unfair. Naja, okay, ich muss jetzt meine Fresse halten, um seinen Schädel zu spalten. Ja, komm. Alter, Alter! Er hat mich gegumbert. Oh, also ich muss sie viermal treffen, nicht dreimal. Okay. Ja. Cool. Waffenenergie. Genau jetzt. Ach. Es leckt auch. Ah. Die Stage hier hingegen ist schon viel humaner. Ich habe auch vorhin gesehen, unter einem meiner Videos einen Vorschlag zum anderen Walkmaner Konzert Mod LP, und da hat einer bei der Stage hier den Titel geschrieben: Diese Stage hat Mega Man X für mich zerstört. Fand ich ja ganz witzig. Ah. Was war da oben nochmal? Ach ja, ein extra Leben. Hör, wie soll ich nur dorthin kommen? Wie kann ich mehr Leistung rausholen? Ach egal, ich beende eh gleich die Aufnahme. Deswegen. Oh, erstmal reinspringen. Ja klar. Oh, okay. Ah. Wir haben nochmal Stark. Stark gegen Clash Band. Ich glaube, es war sogar Dingensbummens. Flashman, und deswegen mache ich auch Flashman vor ihm. So war das, glaube ich, genau. Oh. Ja. Ach komm, ich glaube, ich brauche dafür Item 1. Beziehungsweise Yellow. So. Und dann kann ich, glaube ich, so machen. So machen. Ja, genau. Ja, hier heißt es wohl nicht Think with Portals, sondern Think with Boss Weapons. Aber naja, oh Gott. This situation is kind of bad. Oh, wow. Double hit. Nice. Hörte die Musik? Alter, ich schließe jetzt echt Skype. So. Ich muss aber auch sagen, ich habe mit diesem Hack auf jeden Fall sehr viel dazugelernt. Ich bin im Verlauf dieses Hacks über mich hinausgewachsen. Aber ich glaube, das kann ich erst bei den Credits behaupten. Das wäre bis jetzt noch ein bisschen übertrieben. Aber ich bin im Verlauf des Hacks einfach so gut geworden, dass ich mich jetzt so ziemlich an alles rantraue. Oh, okay. Auch an Sterben.
Wie ging das nochmal? Also dieser Screen hier. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich ihn überlebt. Ich habe den E-Tank, ne? Gut. Dum, dum, dum. Ich brauche Waffen, Energie für meine Sachen. Ich bin tot. Das finde ich nicht toll, Mann. Boah, ich habe ihn sogar einmal getroffen. Hex. Was ich mir auch überlegt habe, war ein neues Format, nämlich, habe ich das nicht vorhin schon gesagt? Ich glaube nicht. Und zwar habe ich ja circa, ja, wie viele ungefähr, 100 vielleicht, Hacks von Gitarrist Simon bekommen. Warte dich. Sekunde. Auf jeden Fall, ich kann jetzt gerade nicht das Fenster, den Aufnahmebereich verschieben, aber ich glaube, man sieht hier schon. Sekunde. Ja. Und dann habe ich da, glaube ich, also dann suche ich mir immer einen zufälligen aus und dann spiele ich den vorher eine Zeit lang und dann stelle ich so ein bisschen das vielleicht mal vor, habe ich überlegt, dass ich mir das vielleicht mal machen kann. Und dann kann ich mir auch schon mal raussuchen, welche ich denn nochmal let's playen kann, komplett. Mega Man 2 TP wäre jetzt auch nicht unbedingt was, was ich let's playen würde. Ich kann ja mal kurz Mega Man 2 TP zeigen. Diverse Mega Man Hacks TP. Und ja, ich zeig mal, kann ich dann gut zeigen. Ich kann mal Quickman gut zeigen, würde ich sagen. Und zwar hat man dann einen kleinen Bildschirm, der die Stage so ein bisschen repräsentiert. So zum Waffen auswählen und sowas. Und dann hat man dann hier den Boss. Und der Boss ist so ein bisschen aggressiver. Naja. Und ja. Ich besiege ihn mal kurz, wenn ich es schaffe. Ja, er schießt in falschen Richtungen. Ja. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, beende ich mal die Aufnahme an der Stelle. Nachdem ich Quickman noch einmal versucht habe. Und ja, auf jeden Fall finde ich den Hack definitiv ziemlich gut. Außer den Mechanwagen. Natürlich. Wie bereits erwähnt. Den kann ich auch gleich nochmal kurz zeigen. Aber den Quickman hier finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Er ist auf jeden Fall eigentlich fair, aber ich bin gerade einfach nur ziemlich schlecht. Auf jeden Fall gleich mal mein Safe State. Da ist Waffen, denke ich. Ich glaube, die lädt sogar meine ganze Waffe komplett voll auf. Auf jeden Fall Heatman. Die Waffe. Ja, ist auf jeden Fall schneller aufgeladen. Schätze ich. Also ich glaube nicht, dass er standardmäßig so schnell ging. Ja, hier. So. Die Hitman-Schuss geht übrigens ein bisschen nach oben, also die Waffen sind ein ganzes bisschen von der Physik her verändert, aber dieser Kampf ist so unfair. Ich habe wirklich getestet, dass nichts außer aufgeladenen Hitman macht dem Typen Schaden. Und ich weiß, ich glaube, das macht ihm Schaden, aber ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, ich lade mal kurz meine Waffenenergie wieder auf. Kann auch sein, dass nicht aufgeladener Hitman auch Schaden macht, ich weiß es aber nicht. Und vielleicht soll man ihn dann ja sogar so besiegen, ich weiß es nicht genau.
jeden Fall habe ich bis jetzt noch nie einen asozialeren Mechadragon gesehen. Nein, es macht keinen Schaden. Auf jeden Fall wüsste ich nicht, wie man ihn besiegen könnte. Und... Oh, alle sind tot. Nein. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, wenn wir wieder Walkman Constance hier spielen, anstatt das hier. Ja, ne?